Jugendhack Nord ist das erste Hackathon für Jugendliche in Norddeutschland und findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Hamburg statt. Und nach dem Erfolg vom letzten Jahr, ja, haben wir dieses Jahr die Zahl sogar noch verdoppelt und freuen uns sehr darauf. Wir hatten uns die Frage gestellt, inwieweit wir etwas entwickeln können, was der Menschheit irgendwie weiterhilft. Und ich glaube, jeder muss irgendwie durch die Tür kommen, um nach Hause zu gelangen. Und wir dachten mal, das könnte man irgendwie automatisieren. Wir arbeiten eigentlich an so einem Zwei-Faktor-Authentifizierungssystem für die Tür, also dass man die Tür automatisch mit dem digitalen Key, beispielsweise mit so einem Dinke-Ding hier, öffnen kann. Das Ganze basiert auf Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir haben einen Key, der normal generiert wird. Er wird dann an die Tür gehalten, da findet dann Übertragung über visuelle Reize, also über Licht statt, dann außerdem noch über WLAN. Ich habe einen Vater, der mit mir auch so programmiert. Und wir waren eben auf der Maker Faire und da gab es halt einen Stand für Jugendhack und wir haben nächsten Tag direkt angemeldet und ja, dann bin ich gekommen. Wer Subway Surf kennt, da rennt man ja und muss auch Hindernissen ausweichen. Und wir versuchen halt jetzt auch so zu programmieren, dass man rennt und auch Hindernissen ausweichen muss. Also nicht so wie Subway Surf, aber so ähnlich. Und das Ganze halt in VR, also in Virtual Reality, dass wir da halt tatsächlich richtig drin sind und man das halt spürt, dass man da halt so rennt und also sagen sehr viel aufregender noch. Wir arbeiten gerade an einer, wir nennen es coole Wetterstation, weil wir das Thema Wetterstation ja schon relativ oft hatten. Und irgendwie fanden wir das aber irgendwie immer so langweilig aufgemacht. Wir wollten das mal ein bisschen netter machen. Wir sind da gerade dabei, eine App zu entwickeln. Und wir haben mal einfach mal geguckt, was wird normal benutzt. Wir benutzen einfach mal komplett das andere. Und mal gucken, ob es trotzdem geht. Dieses Jahr wollen wir Datenräume und Köpfe öffnen, weil innovative, kreative Ideen brauchen einfach Freiraum und Austausch. Mit Jugendhack Nord wollen wir den offenen Raum dafür schaffen und die Jugendlichen vernetzen sich untereinander, lernen sich kennen, tauschen sich aus und damit öffnen sie halt auch einfach ihre Köpfe. Offene Räume bieten Möglichkeiten und Platz, sich auszutauschen. Und mehrere Menschen, egal welchem Hintergrund, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, Größe, Geschlecht, egal welche Merkmale man nimmt, alle Menschen kommen zusammen und können gemeinsam diskutieren, gemeinsam Ideen entwickeln und gemeinsam ja, die Welt verbessern. Wenn man offene Köpfe haben möchte, braucht man viel Raum, viel Platz, um zu experimentieren. Nicht alles muss gelingen, man hat so viele unterschiedliche Versuchsmöglichkeiten, die man hier auch ganz viel geboten kriegt. Wir haben ganz viel Hardware da, wir haben 3D-Drucker, Fräsen, alles Mögliche, was einem so einfallen könnte und was für Ideen man umsetzen kann, was man einfach so brauchen könnte. Offene Köpfe. Menschen, Entwickler, Programmierer, generell Menschen, Bürger, die ein freies Denken haben, die offen miteinander umgehen, die kreativ sind, die für Probleme kreative Lösungsansätze finden und generell einen sehr freundlichen Umgangston und ein sehr schönes Verhältnis zu Technik haben. Ich sage mal, es geht gar nicht darum, ob man hacken soll, sondern es ist ein innerer Drang. Also ein Hacker ist man. Man wird nicht zum Hacker, sondern es entsteht halt einfach dieser Drang, ich will wissen, wie die Welt funktioniert, ich will wissen, wie Technik funktioniert. Und ich will auch diese Welt verbessern und verändern.